Und so fängt bei Ihnen im Ehratal der neue Tag an. 7 Uhr morgens, das ist in Äthiopien 1 Uhr, denn eine Stunde nach Sonnenaufgang. Und wie Sie immer so schön sagen, das schönste Panorama der Welt. Äthiopien, zweite Heimat. BBC World Service. Das verstehe ich, dass Sie das den schönsten Platz der Welt nennen, Herr Böhm. Aber habe ich das richtig gesehen? Haben Sie da so einen persönlichen Bodyguard vor dem Haus liegen? Wen, wen? Einen persönlichen Bodyguard vor dem Haus liegen? Wer ist das? Ja, einer, der Abdi Ali, das ist ein Mann, den ich kennengelernt habe, wie er ganz jung war in einem Hungerlager, wie ich das ganze Projekt begonnen habe. Er ist ein Halbnomade, ein Hawiya. Und wir haben uns sehr, sehr angefreundet. Er ist inzwischen der sozusagen Oberbürgermeister von den 4 Dörfern, die wir gegründet haben. Und wir haben uns sehr, sehr angefreundet. Und jedes Mal, wenn ich komme und dort in unserem kleinen Häuschen schlafe, dann legt er sich vorn auf die Treppen, auf die Steintreppen und übernachtet dort mit einer Decke, weil er sagt, ich muss beschützt werden. Herr Böhm, jetzt muss ich Sie leider... Jetzt muss ich Sie leider enttäuschen. Ihr Haus ist nämlich jetzt unbewacht, denn der Bürgermeister musste mal kurz verreisen. Hier ist Abdi Ali. Was ist denn? Hey! Wo ist er? Abdi Ali. Oh mein Gott. Das ist uns gelungen, oder, Herr Böhm? Das gibt's nicht. Abdi, dazu muss man sagen, das erste Mal aus dem Ehratal raus, das erste Mal geflogen, die erste lange Reise und er kam gestern strahlend hier an. Abdi, kommen Sie zu uns. Bei dieser Begrüßung, Herr Abdi, fragt ihn wiederholend, wie geht's ihm, wie geht es dir? Und ich freue mich, dass ich Sie sehen kann. Abdi, kommen Sie zu mir. Jetzt müssen Sie mir erzählen, warum legen Sie sich denn immer bei Herrn Böhm vors Haus? Haben Sie Angst irgendwie, es könnte ihm was passieren? Karl-Heinz, manche Bücher sind nur hat die Balbala durch die Rafta, Malifi. Balbala hat ihn egal, ihn gab es und die Muhayyudin, Balbala sind da egal. Er ist unser teuerster Mensch. Er ist für uns alles. Ich muss ihn schützen. Ich bin freiwillig sein Wächter. Abdi. Ja, ich bin ein Doppel. Lieber Herr Bürgermeister, was bedeutet Ihnen Karl-Heinz Böhm? Obwohl Karl-Heinz Böhm mal Siegot Ejra. Er hat für uns alles getan, er ist für uns alles. Mein Bruder, und ich kann nichts mit Wort ausdrücken, sagt er. Das ist der Mann, der mir gesagt hat. Ich darf ein Wort auf Afan Oromo, Oromifa sagen, sagt er. Galata Savit und in den Jungen. Arabin Armono, Kunam Zise, Galata Umata, Gerte, Machine for Machine, Wajida, Husini Wajin, Galata Urguda, Galata Umfana Aji. Ich habe eine Mitteilung mitgebracht. Im Namen meines Volkes,
deine Gemeinde, deine Dörfer, die du aufgebaut hast, sehr Dankeschön sagen, schöne Worte in Afan Oromo, Baga, Singalatofatna, Galatomi heißt Dankeschön in Afan Oromo. Sagte. Danke, Abdi Ali. Außerdem im Namen meines Volkes, ich möchte dein Volk, die Deutschen, die aus Österreich und Schweiz die Gelder gespendet haben, uns geholfen haben, im Namen meines Volkes bedanken. Bitte vermittelt mein Danken. Dankeschön, Abdi Ali.